Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zig McCracken Between Time and Space. Sodala, weiterspielen. Ich musste gerade meine Kopfhörer noch aufsetzen. Reden wir mal noch mit Fischperson. Weil ansonsten können wir vielleicht noch ein paar Sachen uns anschauen, ob wir mit was interagieren können. Ich vermute, der Gast hier ist wahrscheinlich unser Professor, den wir suchen. Schätze ich jetzt mal. Und wir müssen dem jetzt als Kellner seine Suppe bringen oder so. Vielleicht was reinmischen? Ich hab keine Ahnung. So, reden wir mit dem da. Das sieht aber gar nicht appetitlich aus. Na, schmeckt's? Wollen Sie es nicht mal mit einer Diät versuchen? Ja. Ich verkaufe diese schicken roten Schlipse. Sie sind nicht zufällig Dr. Levy, der Neurobiologe? Geht. Glaub mir, er ist es definitiv nicht. Dieser Typ ist viel zu jung. Ich muss weiter, Horido. Die Tischmanieren waren auch schon mal besser. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Das ist sicherlich ein Flunder. Mit anderer Leute Trophäen schmücke ich mich nicht. Sagt man nicht eine Flunder? Ich dachte, es ist eine Flunder und nicht ein Flunder. Aber keine Ahnung. Ein miserabler Versuch, hier ein romantisches Ambiente zu schaffen. So wie der aussieht, ist er sicherlich am Tisch festgeschraubt. Ein kleines Segelschiff. So eins hatte ich mal als Modell, aber ich hab's verbrannt. Ich glaube, das würde dem Inhaber nicht besonders gefallen. Ich glaube kaum, dass sich dahinter ein Tresor befindet. An der Wand ist es ganz gut aufgehoben. Für saubere Küche und leckere Speisen. Das Dokument ist entweder sehr alt oder er hat es selber gemacht. Wenn das fehlt, könnte dies dem Ruf des Restaurants schaden. Welchen Grund habe ich, dies zu tun? Nein, es hat keine Tür. Irgendwie schade. Sollen dies die Namen und Telefonnummern der Gäste sein? Dabei dachte ich immer, meine Handschrift wäre übel. Ich habe kein Telefon. Dieses Gekritzle brauche ich nicht. Die Speisen sind nicht gerade billig. Ebenso die Weine. Immerhin wird mit einem preiswerten Spätburgunder geworben. Ob das auffällt? Ich will nichts bestellen. Holy Potato kann man hier viel anklicken. Warum? Okay, machen wir weiter mit der Flasche. Eine Flasche Bordeaux. Für Weingenuss habe ich derzeit keine Zeit. Der Korken ist schon draußen. Anscheinend verhält sich die Verteilung der Portionen umgekehrt proportional zu dem Gewicht der Gäste. Schon mal einem hungrigen Hund das Essen geklaut? Das würde ziemlichen Ärger geben. Es ist ein billiger Kunstlederhocker. Keine Zeit, um sich zu setzen. Außerdem will ich das meiner Hose nicht antun. Ob das auffällt? Er ist fest verankert. Er bedarf einer dringenden Leerung. Hey, ich bin Nichtraucher! Kann ich nicht gebrauchen. Der Traum eines jeden Winzers. Der Inhaber würde mich lynchen. Wenn ich das umschmeiße, muss ich mein Leben lang blechen. Es hat keine Tür. Diese Partygirlande erzeugt leider keine Partystimmung. Nein, ich will meine Wohnung in San Francisco damit nicht verunstalten. Die lasse ich lieber, wo sie ist. Der Traum eines jeden Winzers.
Apotheke-Inhaber würde mich lynchen. Hm, das sagt er bei den Flaschen und bei dem hier das Gleiche, oder? Es hat keine Tür. Der Traum... Wenn ich das umschmeiße... Moment mal. Na, anscheinend wirklich. Das Weinregal hat gleich 2 Punkte bekommen. Na schön, dann können wir hier endlich verschwinden. Nichts wie raus hier. Bin ich Herkules? Ganz heiser. Du solltest die Tür bitte nur öffnen. Sudala. Ja. Geh doch. Und jetzt gehen wir hinten rein, wo wir uns als Kellner bewerben. Wahrscheinlich müssen wir dafür unseren Fake-Schnurrbart benutzen, schätze ich mal. Ich hoffe, die Arbeitskleidung kriegen wir gestellt. Boah, schon wieder 1 Million Sachen. In dem Spiel gibt es für meinen Geschmack zu viel anzuklicken. Guck mal hier. Hier kann ich den Gulli, das Papier und die Dose einzeln anklicken. Warum? Naja, gut. Schauen wir uns alles mal an. Es wird für rezeptfreies Viagra geworben. Gut, dass das einem nicht öfter angeboten wird. Hey, auch wenn du es vielleicht brauchst, ich brauche es nicht. Wenn mich jemand dabei sieht, denkt er noch, ich brauche das. Oh mein Gott, das wäre ja so schlimm. Furchtbar. Dann wäre ja unsere fragile Männlichkeit angekratzt oder so. Weichei. Man sollte hier dringend renovieren. Das ist sicher nicht meine Aufgabe. Eine ganze Wand? Da erwartet man jeden Moment eine Hand herausgrapschen. Die Gitter sind zu massiv. Das Fenster führt in die Küche. Ich riskiere mal einen Blick. Okay, da ist Freddys Messerhandschuh. Das ist blöd. Solange der Koch in der Küche herumwerkelt, kann ich mich nicht hereinschleichen. Vielleicht finde ich ja dort etwas, womit ich Dr. Levy helfen kann. Um die sollte man sich dringend kümmern. Den Mist brauche ich nun wirklich nicht. Um sie zu reparieren, bräuchte ich eine Leiter. Er ist gefüllt mit allerlei Dosen und anderen Verpackungen. Ich habe auch nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag Müll mit mir herumzuschleppen. Nein, das lasse ich. Die stinkt geschlossen schon genug. Der Abfall eines Nobelrestaurants. Die Müllabfuhr kommt montags. Allen Müll benutze ich dann doch nicht. Ich will mir das gar nicht genauer anschauen. Das fasse ich nicht an. Aber erstaunlich, wie viel Sätze die für jeden Blödsinn eingesprochen haben, oder? Ich weiß nicht, soll man sich Sorgen machen, wenn sich das Ding bewegt? Ich habe auch nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag Müll mit mir herumzuschleppen. Oh, ich habe gerade eine Idee, aber wartet mal kurz. Das lasse ich lieber. Da kommt bestimmt was raus, was mich für seine Mama hält. So, und jetzt passt auf. Die Kakerlake werde ich jetzt mal hier durchs Fenster reinschicken. Mal sehen, was mein kleiner Freund hier so bewirken kann. Aha, tatsächlich. Mon Dieu, ein Kakerlak in meiner Küche. Na, warte. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei, aber wir müssen uns hier draußen noch ein bisschen was anschauen. Zum Beispiel das zerknüllte Papier. Es scheint einer von diesen Geheimaufträgen zu sein, die sich nach dem Lesen selbst zerstören. Nur, dass er sich nicht zerstört hat. Lieber nicht, es könnte sich in meinen Händen entzünden. Na dann. Ich kann nicht lesen, was draufsteht, aber das Bild deutet Fischinnereien an. Hm. Das gehört in den Müll und nicht in meine Tasche. Ich könnte eine Katze damit von den Dächern holen, wenn ich nicht so schlecht werfen würde. Sie ist schon offen, das letzte bisschen Inhalt tropft noch heraus. Man sagt, dort leben Krokodile. Das habe ich schon mal versucht, die Teile sind sehr schwer. Als Diskus eignet es sich nicht. Hey, mein Name ist nicht George Stobart. Wer bitte? Suche Küchenjungen, sollte schweigsam sein und viel arbeiten. Ein Geländer aus massivem Gusseisen.
Da könnte jemand in die Sen fallen. Der Koch müsste abgelenkt sein. Also los! Hoffentlich bemerkt der Koch mich nicht. So, oh mein Gott, Leute. Hey, ich habe keinen Bock, mich durch das alles durchzuklicken. Wirklich nicht. Was sieht denn wichtig aus? Der Messerhandschuh. Ich würde mal sagen, scharf. Der Titel dieses Spiels lautet nicht Zachary Krüger, Nightmare in Paris. Der Titel dieses Spiels lautet Verlassen Sie augenblicklich meine Küche. Entschuldigen Sie, es hat so gut geduftet. Hinfort mit Ihnen, aber sackisch. Sackisch. Le Exit. Okay, wir müssen mit dem Koch noch irgendwas machen. Ich glaube kaum, dass der Koch begeistert so. Ist, wenn ich einfach so seine Küche betrete. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, ihn abzulenken oder herauszulocken. Hä? Aber die Kakerlake ist jetzt weg. War das mit der Kakerlake jetzt vollkommen umsonst? Oder habe ich irgendwie meine Chance verpasst, oder? Das ist blöd. Solange der Koch in der Küche herumwerkelt, kann ich mich nicht hereinschleichen. Ups, das wollte ich nicht. Jetzt ist der Sound weg, ne? Aber ich schaue jetzt kurz in einen Walkthrough, bevor ich jetzt hier lang... Weil ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Die Kakerlake war jetzt ein Geistesblitz, wo ich mir dachte, yes! Aber wartet mal ganz kurz. Nee, die Tür kann man nicht bedienen. Sie ist grün und wächst. Ja, die Eigenschaften einer Pflanze. Blumenweitwurf. Hat was. Ich glaube nicht, dass sich die Leute freuen, wenn ihnen jemand die Blumen klaut. Da scheint jemand besonders patriotisch zu sein. Die könnte sich für ein Lagerfeuer eignen. Da komme ich nicht ran. Da kommen wir nicht ran. Ja, ich schau mal kurz, was hier steht. Also. Ich hätte ihn da wirklich einsperren können. Aber jetzt... Jetzt habe ich die Kakerlake nicht mehr. Ach, sag bloß, die Kakerlake ist da unten. Oh, wie niedlich. Komm her, mein Kleiner. Aha, dann kann ich das jetzt wiederholen. Okay, dann machen wir das. Mal sehen, was mein kleiner Freund hier so bewirken kann. Mon Dieu. Und jetzt versuche ich, ihn da einzusperren. Der Weg ist da, jetzt habe ich es erst gesehen. Da ist ja wirklich eine offene Tür auch. Hinter ihm. Hoffentlich bemerkt. So, pass auf. Schließen. Oh no. Versum Henker hat die Tür geschlossen. Yes. Sehr gut. Da wird der Koch nicht mehr rauskommen. Nie wieder. Die nächste Leiche auf unserem Konto. Ich hoffe, der hat da viel zu essen drin, dass er wenigstens noch ein bisschen überleben kann. Na dann, schauen wir uns mal um. Öffnen wir mal die Kommode. Darin ist sicherlich nichts Interessantes zu finden. Gegessen wird später. Unnötiger Ballast. Sie ist leer. Also im Endeffekt brauche ich Suppe. Wow, die sieht vielleicht lecker aus. Es wäre eine Schande, sie hier einfach so verderben zu lassen. Erstens würde ich mich verbrennen, zweitens meine Kleidung ruinieren. Könnte durchaus nützlich sein. Was denn? Ein Gummiband, Abdichtgummi. Aha, aha, aha.
Was sich im Ofen befindet, sollte ein Geheimnis bleiben. Die stecken fest. Du meinst, dieses Spiel könnte etwas Würze vertragen? Ich habe nichts zu würzen. Da befindet sich eine braune Brühe drin, wahrscheinlich ein Spülmittel, das es seit 40 Jahren nicht mehr gibt. Sehe ich aus wie ein Tellerwäscher? Ja, okay, aber ich mach's trotzdem nicht. Nein, der Koch ist schon genug gestraft. Wenn mich damit jemand sieht, denkt er, ich sei pervers. Mit den Lappen. Inwiefern denkt jemand, du bist pervers, wenn er dich mit Spüllappen sieht? Nee, ich komm nicht drauf. Nachher ist das noch illegal, lieber nicht. Unnötiger Ballast. Ja, und jetzt? Wir haben ein Abdichtungsgummiband. Ist das alles, was wir brauchen, oder wie? Sehe ich nicht. Das ist ein Dunstabzug, aber in diesem Fall verbreitet er Dunst wohl selbst. Der würde Sushi gefallen. Sie scheinen mit Adventure-Spielern zu rechnen. Er hängt einfach zu hoch. Bevor du hier festwächst. Aha, nein, brauche ich den wirklich? Klasse! Der Hocker hilft mir, an den Fisch zu kommen. Aha. Ich dachte, dies sei ein Fischrestaurant. Ich suche eigentlich eine Schüssel oder irgendwas, damit ich Suppe in den Teller tun könnte. Die wurden so lange nicht gewaschen, dass der Dreck nicht mehr abgeht. Die würde ich nicht mal mit Handschuhen anfassen. Die bekomme ich nicht auseinander. Unnötiger Ballast. Hui! Was könnte ich damit für kulinarische Leckerbissen zaubern? Moment, Moment. Normalerweise brennen mir selbst Spaghetti an. Verstehe ich nicht. Aber warte mal, ich habe doch hier eine Schüssel. Den Nachttopf. Die angebt, je länger ich... Ah, der macht was. Was braucht der Mensch mehr als einen leckeren Nachttopf voll Suppe? Zack Meistersuppe, der Meisterkoch. Monsieur, es ist angerichtet. Okay, ich verstehe. Wir haben jetzt Suppe. Cool. Was machen wir mit dem Silberfisch? Der kam wirklich zu Sushi. Ein bisschen mehr Einsatz könnte nicht... Nee. Ich würde mal sagen, scharf. Na gut, ich glaube, das haben wir dann, oder? Da fehlt mir der Durchblick. Meint ihr, ich soll ihn wieder rauslassen? Ich warte mal noch. Jetzt gehe ich erstmal zurück und bring dem seine Suppe, dem Kerl. Mal schauen, was dann passiert. Okay, Leute, aber wir machen jetzt hier für heute Schluss. Beim nächsten Mal kriegt er seine Suppe. Macht's gut, bis dann. Ciao.